statt. Also. Wenn man dann vorne geht, dann kann man die AG nicht auf meistens dann 20 Stadion anschauen. Wenn man das hängt, dann müssen wir es nicht halten. Ja. Aber das ist nicht antik, sondern 1500. Cinquecento. 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 Ah. No, questi no, no old. Antica, no antica. Ah, antica. Okay. Grazie. Und hier sind auch so schöne kleinere Geschäfte. Ja. Ganz schöne. Schöne Schmuck. Ja, alles andere. Mal schauen, wie es bei der Arena ist. Laden. Wissen Sie, was heißt hier? Hallo, kann ich mal fliegen? Meine Mutter hat gerade Spatte genommen. Und es gibt schöne Sachen auch, wie man sieht. Hallo. Beste, was sind das? Tofino e di Rossi Riso. Oh, Internata di Conosca. Das ist natürlich nicht die Käfer, aber auch ganz gut. Da steht auch da, Klassifikator. Da hinten eine Braterei. Das ist hier direkt an der Brücke. Steine hier, man sieht schon, das ist doch sehr alles antik, wie früher die Römerbrücke ist. IT-Press. Ich bin jetzt hier bei der Siegesbrücke und naja, viel zu feiern gibt es jetzt nichts. Die Siege haben wir jetzt keine Zeit. Höchstens über den Kommunismus, aber das ist natürlich jetzt auch wieder schlecht, wenn die Bilanzaffen die ganze Zeit versuchen hier Profit rauszuschlagen an irgendwelchen Arbeiten, die ich gar nicht für andere gemacht habe. Ah, ist schon sehr interessant hier der Blick. Die haben das hier auch sehr gut angelegt und lang befestigt hier, das Ufer. Kann man runtergehen? Da kannst du runtergehen zum Wasser. Haben sie einen Abgang. Und da hinten haben sie die eine schöne Da würde natürlich unsere Benedikt Villa auch gut dazu passen, was ausschaut. Die haben das Ufer hier ganz gut angelegt, muss ich sagen. Hier die kleine Insel. Schönes, klares Wasser. Hier ist dieser Romeo, oder was das sein soll, und seine Julia, keine Ahnung. Ich schätze ihn ja nicht, aber es erinnert natürlich sehr stark in Verona daran. Wir sind hier bei der Brücke von Verona. Das ist jetzt hier nicht der Balkon von Romeo und Julia. Und jetzt schauen wir mal, was hier alles gibt. Das ist La Porta Borsari. Sind wir hier bei Etro in Verona. Die haben auch schöne Sachen, ja? Schön, oder? Das war schön, oder? Florenz waren wir gestern und heute sind wir Kindermoden hier. Und da drüben haben wir Poli, Poli. Das ist ein komischer Name, muss ich sagen.
Jetzt gehen wir hinter zum Balkon von. Das sind auch schöne Sachen. Das Studio Art. Hier in Corona. Und da drüben ist auch wieder schönes Geschäft. Ein Teppich da. Schuhe, schöne. Corona. Ist auch ganz schön hier. Ja, da bin ich auch noch drin. Corona. Hallo. Hier ist ein Schmuckgeschäft und da drüben ist auch sehr viele Modegeschäfte hier. Stone Island, auch ganz schön, ja? Stone Island, Schuhe hier. Ein Auslagen hier. Und hier hat man dann eine antike Säule hier, direkt. Das macht sie natürlich sehr toll. Hier sind auch noch Schuhe. Hier sind so Kassen, aus Stein. Also ist schon ganz toll. Hier ist Elisabeth Ganschwi. Das ist auch ganz tolle Sachen. Und da drüben, Mariella. Hier, Elisabeth Franchi. Fällt dir das? Ist das schön? So. Hier 343 kostet das hier. Und das hier 293. Ist natürlich schon bildhübsch, gell? Für den Winter schon, für den Herbst. Sowas kann man natürlich schon anziehen. Hier auch nochmal 460. Hier ein schwer schönes Kostüm. Und hier ein Riff. Das ist jedes Mal das selbe. Der Mensch hat sehr Vergnügen. Also, wurde schon mal. Hauptsache negativ. Das ist Marco Kiko. Wie heißt das? Auch ganz schön hier. Schön. Was heißt das? Dein Name. Ja. Ichigo, die Mutter kann das besser aussprechen. Twinset, Simona. Ist ja auch ganz toll. Ist auch ganz toll gemacht. Hier, Patricia Pepe. Ist auch ganz toll. Und das hier alles in der Nähe von Romeo und Julia, also nicht schlecht. Dani, Dani, schau. Dani, du Beste. Die schöne Jeans. Das ist Jeans, oder? Sind auch billiger, die ganzen Sachen. So 30 Euro. Ein Ding, das ist hier Billigheimer. Sozusagen, oder? Ich weiß nicht. Und das hier ist Carlo Porticcio. Schaut ja auch ganz toll aus. Hier ist der Dani. Da mit der Reizwäsche oder was das heißt. Und hier haben wir wieder schöne Schuhe, Herrenschuhe. Ja, wir sind doch Fanshopping, du machst immer Shopping. Meine Mutter macht immer Shopping, wenn ich es filme und trittst da. Das sind so schöne Schuhe. Oh, schöne Schuhe. Gäste. Hm. Okay, very nice. Das ist eine schöne Kirche unter uns. Ja. Da vorne müssen wir schon. Jetzt gehen wir zu dem Balkon. Und hier ist Kami. Auch ganz schöne Sache, oder? Auch ganz schöne. Flavio Castellani. Gibt es ja Castellani, aber Castellani ist das der Designer. Ich weiß es nicht, es gibt einen Designer. Und hier ist wieder schöner Schmuck. Was?
Boah, Sari, schon Canela, auch ganz schön. Wir haben schon schöne Sachen hier. Schöne Käsesachen und Schinken. Oh, schade, das schaut ja auch toll aus. Schade, das sind normale Ei. Wir haben ja Delfine gesehen. Und hier haben sie ganz schön Keramikbunte. Schöne Keramiksachen, bunte. Was denn? Ja, aber es ist jetzt nicht offen. Was bringt es, wenn es nicht offen ist? Hier sind so alte, schöne. Von hier. Schöne Mode wieder. Aber in der Zeit sind die Geschäfte geschlossen. Hier ist ein schöner Bogen. Gibt es optische Sachen auch? Jetzt sind wir schon bald da. Fotozähne. Drei Stück kostet 20 Euro. Leber nicht hoch. Ja. Der ist ja nicht offen, das ist machen wir. Machen wir mal einen offenen. Komischerweise haben die zu. Da drüben ist noch schönere Sache. Moratti ist das hier. Ganz schöne Sache. Wirklich tolle Sachen hier. Wolfhard ist ja bei uns bekannt. Aber es gibt es auch hier bei Romeo. Das ist natürlich ein Romeo interessant, weil der bräuchte auch mal Sachen von Wolfram. Jetzt sind wir dann gleich da bei dem Balkon. Der wunderschöne Seitengassen. Wieder einen schönen Gesetz. 50% Nachlass hier. Bei den Geschäften, die waren hier alle Plusverkauf. Alles in Blau haben die hier, gell? Nashville, das ist ja so Country. Nashville, das ist ja so Country-Geschäft. Ein Country-Geschäft? Hier ist der Ölgeschäft. Champagner gibt es ja auch. Machst du was kaufen? Süßigkeiten. Deutsche. Ja. Schaut aber wirklich toll aus. Diese ganzen Kuchenstrudel. Schöne Dinge. Wirklich sehr schöne Sachen. An der Piazza. Wie die heißt, weiß ich nicht. Oben haben sie einen Löwen aufgestellt. Und die Häuser sind auch ganz schön. Das oben ist Geländer, könnten sie mal ein bisschen. Lacoste ist hier. Lacoste haben sie hier. Auch ganz schöne Sache. Hier hat man so einen schönen Rundblick. Muss ja irgendwo der Balkon sein. Ja. Vielleicht ist auch gerade damit regeneriert. Ja. Werden wir hier wahrscheinlich einen Cappuccino jetzt trinken und Romeo begrüßen. Eine schöne Kirche hier auch. Und schöne alte Häuser mit Blumen. Da kann man es natürlich auch aushalten in Karuna. Schöne Stände,
schauen wir gerade hier auf den Markt oder was ist das denn? War hier alles schön im Markt. So schöner Brunnen hier. Corona. Hallo. Sehr schöne Sachen hier. Mal schauen, wo der Balkon jetzt noch ist. Alles schön bunt hier. Das venezianische Masken, das schaut ja auch ganz toll aus, für 8 Euro hier. Sind nicht mehr so teuer, 7 Euro teilweise auch. Nicht mehr so teuer. Gürtel. Alles da, was man so sich wünschen kann. Hier in Rom haben sie natürlich ihre Stadion Andenken. Haben sie natürlich ihre Andenken, aber hier mit die Masken, die sehen auch ganz toll aus. Obwohl es eigentlich wenig meistens ist, ne? Aber hier, diese, die schaut auch ganz toll aus. Machst du eine Maske mitnehmen? Hm? Machst du eine Maske mitnehmen? Da oben ist der Balkon, da oben, der ist auch schon ein bisschen, da müssen sie mal ein bisschen was renovieren. Ein bisschen den Rost entfernen hier wieder, das ist auch Vordermann drin. Hier auch alles ein bisschen, mit Eisenrahmen kann man mit der Rostfarbe schön zum Glänzen bringen, ohne dass viel Geld kostet. Ich schätze, dass ich hier den ganzen Platz für 10 Euro Farbe hinbringen kann. Ja, das ist 20 Euro. 20 Euro. Wir sind jetzt hier am Hafen Frichten. Hier sitzen viele Leute und sonnen sich. Danke. Und sonnen sich hier an dem Julius hier am an. Und sonnen sich noch am Spätherbst. Und wir werden jetzt ein bisschen weitergehen Richtung dem Balkon. Ja. Eine schöne Säule da hinten. Guck mal, jetzt geht's weiter. Wahrscheinlich Cappuccino trinken. Das ist eine ganz hübsche Farbe, eigentlich auch. Die wollen alle Julia spielen. Finden aber kein gescheiter Romeo nicht. Romeo gibt's nicht mehr. Romeo ist da. Romeo ist tot. Romeo gibt's nicht mehr. Die haben es alle mit den venezianischen Masken. Das wird wahrscheinlich alles nicht mehr venezianisch sein, sondern schon China und sonstiges Zeug. Das ist ja nicht mehr reines Italienisches. Aber wie gesagt, die könnten ja endlich mal das Geländer mal ein bisschen entrosten und dann mit Silber anmalen, mit der Silberfarbe. Ich leihen mal so ein 2-3 Kilo. Dann schaut das ja gleich ganz anders aus. Naja, antik, das ist ja gar nicht antik. Antik ist dann, wenn die Leute nicht mehr drin wohnen und leben. Wenn schon 1000 Jahre das Fleisch von den Knochen ist. Das sind halt so Früchte und die leben halt hier davon. Hier haben sie so Quale am Boden. So, jetzt sind wir am Ende von dem Platz. Wir schauen, ob da vorne noch, ob da vorne, hier sind auch noch schöne. Hier, Petit, Porto. Ha? Petit Porto. Da kommen wir mal aufgefahren.
Mephisto. Durch diese Halle muss er kommen, der Mephisto. Irgendwie so war das. Der Faust oder so. Dottore, Professore Fausto. Naja, hier war eher Romeo und Julia so aus. Hier ist auch das Romeo. Wahrscheinlich eher nicht. Oder hier Julia kommt angeladen. Wahrscheinlich eher nicht. Das ist keine Julia hier. Da hinten ist auch ein schöner Platz. Also, alles mit sehr viel Licht und das ist natürlich auch schon mediterran. Da steht schon wieder ein anderer Vogel. Das ist wie München, das ist ein Vogel, steht überall. Der lebende Vogel. Oder hier ein ausgestopfter Vogel. Das ist das hier. Oh, wir haben eine Musik. Rock and Roll. Ten Sinis. Rock and Roll. Rock and Roll. On Air. 99. Da brauchst du gar nicht mal richtig schnell waschen. Alles klar, hier. On Air. Schlagzeug. Haben wir getroffen. Rock and Roll. Das ist ja wieder, wie heißt denn das denn? Rockcafé, nicht? Nächste Berg. Max, Co. kennen wir jetzt schon an. Die sagen, ich finde die Straße. Das ist jetzt hier, oder? Mal schauen, wo jetzt dieses Balkon hier ist, der Razzo. Ich bin schon ganz schön langsam, lange Gassen. Schauen wir mal, wo wir jetzt hier sind. Waren wir Ponte Sigo. Wir waren ja am Ponte Sigo. Da steht sie. Vittoria. Und jetzt sind wir hier durchgegangen. Bis hier. Und wo ist jetzt der Terrazzo? Ich glaube, das war Palazzo der Regionale. Adel und Julia. Romeo und Juliet. Da hast du jetzt schon. Ich höre auf. Sind wir gleich da? Komm. Ich hab dich da schön im Arm. Aber gescheit häng ich mal um. Schiss. Das ist die Toilette. Ich komme schon mal wieder ohne. Wir haben alles gefolgt von mir. Schon der Homer hat geschrieben, schmiert noch mehr. Ja, da kann man ja nicht mehr. Die Wand. Die waren mehr Folgenschwieren geht es nicht mehr. Wenn man sich vorstellt, wie oft und wie lang hier die ganze Wand vollgeschmiert worden ist. Das ist der Wahnsinn. Jeder sein Ding dahin geknallt. Jetzt sind wir hier, sind alte Steine. Und hier ist dieser Balkon, dieser berühmte. Für dich was sehen wir. Schauen wir mal an.
House of Judith Museum. Inside the Museum. Warum ist das ein Standbild da noch? Muss ich mal schauen? Muss ich auch mal schauen. Geht das schon wieder los? Das ist nicht eng hier natürlich. Jeder möchte das filmen. Ja, für die Pfoten weg hier. Der Grabscher ist wieder unterwegs. Julieta Grabscher. Darf nicht wahr sein. Warum der Grabscher schon hier? Ja, der hat noch nicht genug Milch getrunken. So, ja, hier ist ein schöner zum Essen. Mangiare. Mangiare Suppe. Ah, okay. Hier ist natürlich auch ganz toll. Das ist natürlich. Das sieht ganz schönes aus, ja. So, hier geht's jetzt hoch. Hallo. Und schau noch. Ein schönes Buch hier. Das sind so die historischen Gewänder. Chimney, ja? Camino. Ah, Camino. Straße. Da ist das wieder nicht. Da ist wieder zugemacht. Ja. Das ist natürlich schon nicht schlecht hier. Aber auch alles verrostet. Ja. Von hier alles verrostet. Und hier ist ein Sitz. So. Das ist nicht schlecht hier zu sitzen. Sehr gut. Aber ich glaube, der will das nicht so. Oh. Oh Mann. Wir haben es jetzt für euch. Können wir jetzt nicht fahren. Das haben sie. Kann man so geschaut, dass ich das Video und Brief schreibt. Das ist ein verrückter. Da haben wir den Video. Dich einfach. Der Rona. Da hinten ist die Kirche. Höher geht es jetzt nicht mehr. Und so alte Kamine. Das ist natürlich nicht energiebewusst. Damals war nicht so energiebewusst. Aber hier hat man einen schönen Überblick über die Stadt von oben. Ich weiß nicht, wo die Motorfonds sind.
Aber auf jeden Fall hat man hier den Blick auf den Berg oben. Und die Stadtgrenze da von früher. Das ist jetzt der alte Mazep, ist das hier. Fokussiert. Und auf den Palast da oben. Vom Fürsten. Wenn der Fürst runtergerufen hat, hat man das gehört. Und von der schönen Kirche da auch. Ah, ein wunderschöner Blick von hier. Und hier unten ist die Julia eben. Da sieht man sie. Das sind wunderschöne Häuser hier, gut erhalten sind. Dachstuhl mit viel Holz. Hallo. Und hier haben sie eine schöne. Daraus hat man früher gespeist. Tolle Sache. Von aus der ganzen Europaseite hat man die ganzen Waren zusammengekriegt. Das sind so erhaltene Bruchstücke und Vasen und Teller von der Zeit. Die haben damals also auch schon von den Tellern gegessen. Ja, da wirklich auch auf die andere Seite von dem Dom, was ist das heißt, im Ausblick, schöne. Das ist eine große Stadt eigentlich, ist nicht so klein. Da drüben haben die ihre Wäsche aufgehängt und eine Kabine gemacht, ein normales Haus. Die Arena müsste eigentlich da hinten irgendwo sein. Damals, die antike Arena war damals auch ein Schuss. Romy und Julia hatten damals auch schon die Arena. Aber ich weiß nicht, ob da Festspiele zu der Zeit waren. Muss ich hier runter. Habe ich nicht gesehen. Das sind auch noch so schöne Artefakte, oder was ist, wenn man das sagen will. So. Also, Toilette. Jetzt muss ich wieder runter. Die Stimme ist ja auch ganz gut. Ein dicker Balken, dann sind quer die Bretter rein gemacht worden. Ah, und hier hat man auch wieder einen Balkon nach unten. Das ist ein riesen Rahmen. Das ist bestimmt früher mal ein Lagerraum gewesen. Unten sieht man noch diese Steine. Und diese Gemälde nach außen. Also, ganz, die Wände waren auch ganz schön gemalt. So, jetzt geht's wieder runter. Hallo. Hey. Also, ciao. Ja, dann noch sollte wiedersehen. Und vielleicht war das vielleicht sogar der Balkon. Weiß es ja nicht. Der andere ist halt aus Stein. Mal schauen, was das hier ist. Da war ich schon. Da haben wir auch eine Julia mit engen Jeans. Engen Jeans nur mit einem tollen Hintern. Auch so Artefakte. Und ist ja der schöne Nachbar. Der hat sich da abgeschirmt mit Blumen. Das sind natürlich auch schöne Gemälde hier. Mal schauen, was da steht zum Beispiel. 16. Jahrhundert. Portrait of Lady, das ist klar. This fresco comes from the new Contarini Borella San Marco. Destroyed during the Second World War. Also das wurde vom Zweiten Weltkrieg zerstört. Ja, in München ist auch einiges kaputt gegangen. Der depperte Krieg da, ausgelöst durch Mussolini. Scheiß Mussolini. Ja, was ist das? Also. Jetzt geht's wieder oben, aber das ist eine moderne Sache. Ja.
Das ist super oben. Das geht nochmal zweimal hoch, aber das ist für dich zu viel, oder? Und? Gehen wir wieder, oder? Jetzt musst du die Wörter sagen, oder? Julia. Da, hier. Julia. Pussy, Pussy. Was hat denn der für Wolle auf dem Kopf? Romeo und Julia. Ist nicht schlecht hier. Und hier haben wir nochmal so Bilder. Was ist das hier? Shakespeare in Casa Capuletti. Achso, der war doch hier. So, der Shakespeare war doch hier in der Nähe auf jeden Fall. Weil hier steht Shakespeare in Casa Capuletti. Von dem Monte di Romeo. Monte, also. Oder ist es doch aus dem Stück. Und nicht, dass der hier war. Das würde mich schon wundern. Das ist eben der bekannte Shakespeare hier. Haben wir jetzt Spiegelung drin? Das können wir ja alles. Das sieht ja nüchtern aus. Würde man nicht denken, dass der so Sachen abzieht. Wir haben alle hier ihren Namen reingemalt oder sich veredelt. An dieser Wand. Lauter Jugendliche, die jetzt hier durchgehen. Ich glaube, an dieser Wand, es gibt keine andere Wand, wo sich so viele verewigt haben. Als hier in Verona, bei dem Haus von Julia. Ob das überhaupt stimmt? Da ist Imperio. Aber wir müssen dahinter lang gehen. Hoppala. Jetzt sind wir fertig mit dem Haus von Giulia hier, Casa Giulietta. Und jetzt schauen wir mal, was die Giulia als Geschäft oder Boutique nebenan hat. Das sind die Sachen von Giulia nebenan. So hat die Giulia heute ausgesehen. Oder auf jeden Fall sehr ähnlich. So hat die Julia heute ausgesehen. Und hier drüben haben wir direkt bei dem Haus hier Romanenspiel. Macht Training. 34 ist nicht mehr verteuert. Ja, Pantaloni 24. Wenn wir die anderen sind, macht es anschauen. Dann gehen wir mal rein. So, dann schauen wir mal rein. Das ist ja mehr so ein Kaufhaus hier. €50. Schaut ganz toll aus, gell? Wie selbstgestellt. Das schaut ja fast aus wie selbstgestellt. Und wir sind in der Nähe von Haus von Giulia. Also praktisch war ein Giulia, der was gestrickt hätte. Romeo hat dann eine schöne Stricke abgefahren und Giulia gestrickt. Ja, und hier? Auch alles. Da hinten ist eine Mini. Die hat sehr schöne Beine.
kriegen wir dahinter? Forza, Moral Legend. Die sind schön runter. Oh, Forza, ne? 30 Euro, ja. Und das gleich, wo es hier hinter geht, zur Julia, oder? Und die ist gleich zur Julia. Ja, zu schwinde. Schale, für Winter und Mützen schon, weil jetzt ist ja bald Herbst. Und dann geht es weiter mit so Sachen, die man im Winter braucht. Und das ist alles bei Julia, ja. Da bringt in die Gasse zum Haus von Julia. Montagfond, glaube ich, ist die erste. Capulet und Montagfond waren ja die zwei. Das ist schon wieder draußen. Na, ja, das ist ich dachte, du wolltest schauen. Etwas mehr. Pizza. Wir haben natürlich auch sehr viele schöne Geschäfte hier. Ja. Für Männer. Tolle Anzüge haben wir hier. Kann man wirklich sagen. Schöne Krawatten. Seit 1939, naja. Aber gut. Hier zum Beispiel. Die Preise dazu. Das schaut ja ganz gut aus. Der Anzug. Aber wir gehen jetzt einmal nicht rein. Schöne Zwischenplätze hier auch. Hier auf Sarah. Schönes Gebäude mit Adler oben. Ein Balkon. Ja, top ist da. Machst du rein, ja? Ne? Okay. Julias laufen hier gerade so rum. Hier, da ist aber kalt, oder? Trussard, Trussard hier. Naja. Wir sind ja eigentlich mehr Pferderinnen, aber hier, das ist Hunde, Hunderinnen. Lauf, gell? Was ist denn? Penny Black. Penny Black, wenn der Penny schwarz ist, das Hemd, dann wird es zum Hemd. Das sage ich jetzt. Ja, hallo. Die haben ja schöne Sachen. Kann man nicht sagen, es ist eine ganz tolle Sache. Die sind ja hier gut. Kara, Pferde. Haben wir fett rein? Das haben wir gleich geschafft. Lesberg, so ein alter Bogen, allerdings nicht mehr so toll eingefallen. Fratelli Rossetti, ist auch schön, oder? Martin? Hier, schönes Bild. Kamerei. Eine dünne Julia. Wir haben es auch. Massimo. Massimo Ribeci. Ah! Madre mia! Hier geht es natürlich zu mir. Wir extrem die Italiener sind und ihr seid extrem unterwegs. Wahnsinn. Max Mara, die gibt es ja bei uns auch. Ne? Auch schöne Sachen hier, Gio. Cool. Max Mara, 60 years of Italian fashion. Italian Stallion. Natürlich schon eine tolle Sache. Hier haben wir die deutschen Linie.
ja davor auch im Haus zusammen. Da haben sie einen kleinen Romeo dabei. Und hier natürlich immer diese Andenken. Ist schon brutal, was da hier los ist in Verona. Ganz normal die Julia. Das läuft hier schon in den Bären, oder? Das ist sogar abgebunden. So. Da weiß ich auch nicht. Aber deutsche Gebane. Da haben wir wieder deutsche Gebane. Okay. Auch wieder ganz tolle Sachen hier. Auf Benetton. Die waren ja mal ganz stark, die Predatoren, als damals Michael Schumacher in die Weltmeister wurde. Aber war ja vorher bei Benetton. Ja, Benetton ist ja auch Weltmeister geworden. Ja, auch. Polo, Ralf Lauren. Polo ist natürlich immer gut. Schauen wir mal, da können wir jetzt irgendwo. Ganz tolle Sachen. Für Kinder, Benetton, für Benetton Kinder, Benetton, nicht für Benetton, Entschuldigung. Oh, hier ist schon Weihnachten. Ist denn schon Weihnachten? Die haben hier Weihnachtsschmuck. Aber die haben ja Bäume auf dem Dach oben. Ist natürlich auch gut. Es gibt ja auch in Hamburg so Sachen jetzt. Weil das ist ja die grüne Stadt jetzt, Hamburg. Wieder nicht, die Julia, aber mit Blonde kann ich sein. Blonde Julia kann ich sein. Harbin, hey. Mont Blanc, da waren wir ja bei der Maximilianstraße München. Die machen natürlich sehr schöne Uhren. Harbin Elements. Wir sind bei der Mode in ihrem Element. Universal Edition. Aber nicht Roll Edition. Grazie, der ist die 20 Jahre. Auch schöne Geschichte gerade. Diese schöne blonde Julia. Es gibt viele schöne blonde Julia. Cartier kennt man natürlich auch. Da ist jetzt ein Eis, schau. Hallo Max, kennst du? Aber wir müssen jetzt auch. Ich kann am wenigsten dafür. Deine Krankheit ist ein Scheiß zusammen, dass du von der Brücke runter bist, da von der Brücke. Vom Stuhl, also dumm auf Stuhl musst du. Das heißt, wem hast du von den Leuten? Und jetzt schießt du natürlich über mir als den anderen. Und ich mache das Beste draus, dass du ein bisschen was davon hast. Die haben sie viel. Aber nicht Winddiesel, sondern Diesel-Jeans. Da vorne ist der erste Platz. Dampfstuhl und Cappuccino. Bulgari, Pinko. Geh mal schön langsam, ist das kein Problem? Geh mal schön langsam. Heute hat die Mutter leider Rückenschmerzen. Viel Schmerzen hat sie ja nicht viel Spaß. Das sind schöne Uhren, gell? Alte. 30%. Da muss dann irgendwann ein Cappuccino geben, das gibt's doch nicht. Jetzt sind wir hier bei dem antiken Stadion. Da werden ja noch Aufführungen gemacht, ich war auch schon ein paar Mal hier. Und hier haben sie in diesem Intimissimo mit vielen Geigen. Und da, schau, da gehen wir jetzt hin. Schön langsam, komm.
Fuß nicht auf dich, aber du musst dich spinnen. Weißt du? Ich bin ja kein Arzt, weder Arzt noch irgendwas. Ich kann auch nicht deine Rückenschmerzen wegzaubern. Du hast schön nach vom Gehen, dass nicht mehr da geht. Und jetzt ist er bei uns angenehme Temperaturen. Ruhig jetzt hoch. Das ist natürlich ein traumhafter Platz hier. Keine Plätze gibt es natürlich hier bei uns in München nicht und auch kein so antikes Stadion. Da müsst ihr vielleicht aus der Wüste ein so ein antikes Stadion, das nicht mehr gut erhalten ist, abbauen und dann eben in München aufbauen. Dann hätten wir auch unser antikes Stadion. Das wäre ja mal was. So schwer wäre das ja aber nicht. Das haben sie damals sogar im Karnat, wie das heißt, hingekriegt. Restaurante, Pizzeria, Schellerei. Ja, es müsste auch Cappuccino holen gehen. Wir sprechen hier noch zum Stadion. Und die Leute fotografieren hier runter. Hier natürlich ein wunderschöner Platz in Verona vom antiken Stadion. Und man sieht schon, wie groß diese Ausmaße damals schon waren und das mit Handarbeit und mit Balken und Seilen. Also mechanische Lader oder Krane hat es ja nicht direkt gegeben mit elektrischen oder hydraulischen Antrieb. Rudolf Diesel erfunden, das Einspucken im Zylinder, das Feste unter dem hohen Druck. Das war das, was er erfunden hat. Heutzutage hat man halt bestimmte Pumpen, die Robert Bosch jetzt gebaut hat, die können das noch viel besser. Hier im HDI. Vor allem sind die Diesel-Einspritzpumpen von der Bosch einiges besser als die von anderen. Das ist halt so. Die haben sehr tolle Ingenieurleistung und auch die Chinesen machen jetzt schon Robert Bosch, alle machen Robert Bosch. Heute ist wirklich ein toller Abend noch, Nachmittag eigentlich, hier in Verona. Besser kann es schon gar nicht sein. Man glaubt gar nicht, wie toll das Leben sein kann. Dann kann man sagen, meine Mutter hat da längst wieder Schmerzen. Und, wir waren ja bei Julia. Wir sitzen jetzt hier an La Costa di Bar. Das ist ja auch ganz toll. Hier ist jetzt ein Römer unterwegs. Oh! No, no muerto! No muerto, no, no, no. Mama, you call the police. Yes. Call the police. Yes. Also, ciao. Das ist der Julia im Römer. Schau mal, hier haben sie so Steine. Auch ganz praktisch, gell? Schön langsam. So, jetzt schauen wir mal. Das ist schon eine ältere Julia. Und das geht hier so außen rum. Schön langsam. Hier geht es eigentlich zur Besichtigung. Das sind alles so Steine. Die Römer haben ja schon früh Beton gemacht und das Pantheon in Rom ist ja immer noch. Was denn alles weiß? Schau mal. Gladiatoren hier im Stadion. Lady Alter aus Aschau ist jetzt hier unterwegs. Antike Stadion in Verona Opera, die waren nochmal ziemlich klein. Ich stoße hier praktisch fast an. Wir sind lauter so Rundgänge aus massiven Steinen. Hat auch schon ein paar tausend Jahre ausgehalten. Und hier ist meine Box. Das ist jetzt hier nicht die Allianz-Box, sondern das ist meine. Stadion. Aber leider passt hier kein Fußballplatz rein. Wenn jetzt hier ein Fußballplatz reinpasst, aber Hallenhandball könnte man ja spielen. Handball könnte man spielen, Badminton, Volleyball könnte man hier spielen. Bitte? So,
Einsturz. Was, Gott sei Dank. Was, Gott sei Dank? Ich bin ein Sport ist doch toll. Ich finde Sport gut. Vorregung. Ja, es schaut aus wie das Berliner Olympiastadion im Kleinen. Die Sonne ist da drüben. Ja. Mal schauen, wie wir da rein hochkommen. Ich bin ein Löwe. Löwe. Wir sind bestimmt auch Löwen rumgelaufen. Ja, sicher, alle, das ist lustig, das ist genauso wie das Kolosseum. Siehst du, was das hier ist? Aber die Stufen hier, die kleinen, wenn die Löwen nach Tag rüber gekommen sind, schätze ich. Wie kommt man da jetzt hoch? Da gibt es hier einen Eingang und hier einen Imperator. Wo ist und da oben? Und hier wurden im Schwimmen die Kurzbahnmeisterschaften immer ausgetragen. Das dürfte aber bloß für Kinderschwimmen gewesen sein. Also die Kurzbahn müssen wenigstens 25 Meter weit sein. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir da oben raufkommen. Na, da, da. Ja, das ist eine Schwimmbahn. Da muss man aufgehen, da kannst du dich hinsetzen. In die Sonne. Du musst doch morgen nochmal in die Sonne sitzen. Schön langsam, komm nicht, das weh tut. Und oben muss Rücksicht nehmen, ja. Natürlich ganz toll, wenn man weiß, dass das hier schon die Römer gebaut haben, also die germanischen Söldner wahrscheinlich. Oder die gefangenen Germanen haben hier gebuckelt. Übertrieben wurde es ja im Dritten Reich in Nürnberg. Ja. Haben wir da also so einen Granitkoloss hingestellt. In Zeppelinfeld und in bestimmten anderen Sachen. Durch diese hohle Gasse müssen die Bären da gehen. Durch diese hohle Gasse mussten die Bären kommen. Oder die Löwen. Und wenn einer raus wollte, dann war hinten das Gitter, dann konnte er nicht raus. Da, da geht's raus. Komm, wie ist der Sack, dass da rauf geht? Wow. Toilette ist auch da. Ich zieh dich hoch, oder? Schau, siehst du das? Das siehst du doch. Und oben ist die Sonne. Was? Wohin denn? Zum Auto, natürlich. Jetzt sind wir, wir fahren noch gar nicht unten. Wieso denn? Ich dachte, du wolltest dich jetzt wieder hinsetzen. Wieso denn? Gehen wir einmal außen rum hier und dann müssen wir wieder los. Was ist denn mit einem Tier? Natürlich schon brutal, wie die diese Brücken gemacht haben da oben. Und die über tausende Jahre gehalten hat. Ich meine, die Ägypter haben ja auch in Karnak. So, ein Tempel gebaut, ganz hoch. Aber das ist natürlich noch mal eine Zivilisationsstufe höher. Wir haben es auch, wenn man sieht, genau wie beim Olympiastadion, haben sie innen ausgegraben. Jetzt sind wir wieder am Ausgang. Ja. Da sieht man da oben, da noch tief. Also mindestens die Hälfte von der Höhe haben sie da unten gebaut. So, jetzt müssen wir wieder zum Busch dazu. Das ist der Ben Hur. Ben Hur ist jetzt hier gerade mit, war, ist eigentlich schon jetzt halt ein bisschen älter. Ja,
der Verona natürlich auch nicht ganz toll. Hier sind die Steine noch frisch. Da sieht man, wie die Oberfläche eigentlich noch ganz klar gerade ist. Da vorne, oder? Wir müssen jetzt zum Busstopp 62. Weil sonst kommen wir nicht raus. Ja, ist schon sehr interessant hier, das Verona. Diese Einkaufsstraßen, uralt. Mal schauen. Wir werden jetzt hier fragen, weil das ist der 12er hier. Wir brauchen jetzt 62er. Können wir fragen jemanden? Meine Mutter ist jetzt schon ziemlich fix und foxy. Und jetzt sind wir hier noch, leider müssen wir noch die Stadt von durchgehen, weil der Bus auf der anderen Seite. Warte. Ja. 2 Euro kostet die. Das ist genau wie beim anderen. Ja, das ist ja zu viel. Das sind halt die Preise hier. Wir sind immer hübsche Frauen, oder? Unser viel Eis natürlich. Hier sind ganz schöne Säulen. Querstraße durch Verona. Ja. Haben sie alle das geschafft. Und hier ist eine Petite, Frau heißt das. Das sind aber Italiener. Das ist komisch. Wir sind viele Studios unterwegs. Die kommen alle in die Stadt von Stein. Wir haben alle schöne Sachen. Und, das ist alles international. Die freuen sich natürlich alle über die hübschen Frauen und die Julias hier. Das ist so ein kleiner Mini-Abdi-Triumph hier. Und der Platz wird hier hergerichtet. Jetzt haben wir noch einen spitzen Eis hier gegessen. Kokos und Nuss. Jetzt schauen wir mal. Wann der 62er kommt. Nachdem wir Verona verlassen haben, mit dem 32er, 60er Bus. Müssen wir dann umdrehen und wieder zur Autobahn fahren. Jetzt geht es dann weiter Richtung Bozen.